MAP-Riesen Ludwigsburg unterliegen. Ratsschwamm Ulm vor 3.904 Zuschauern, 92,98. Und ich darf Sie nun ganz herzlich zur Pressekonferenz nach Spielende begrüßen. An meiner Seite Gästecoach Thorsten Leibenhardt, der sich zum Geburtstag einen Derby-Sieg schenkt. Und auf der anderen Seite Headcoach John Patrick. Dem Gast gebührt natürlich auch im Derby das erste Wort. Herr Leibenhardt, erster zum Spiel. Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass ich mir den Derby-Sieg nicht geschenkt habe, sondern die Mannschaft hat mir geschenkt, aber vor allen Dingen auch sich selbst. Das war eine ganz beeindruckende Leistung heute. Und ich habe es gerade zu John schon gesagt, und das meine ich mit dem höchsten Respekt. Ich hasse es, hier in Ludwigsburg zu spielen oder überhaupt gegen Ludwigsburg, weil es einfach so unglaublich schwer ist. Und man hat heute wieder gesehen, wieso Ludwigsburg spielte so intensiv an beiden Enden des Feldes, dass man erstmal sich daran gewöhnen muss. Und wenn man dafür zu lange braucht, dann ist das Spiel schon vorbei und dann kommt man nicht mehr zurück. Eigentlich mit minus 13 sah es auch schlecht aus. Wir haben in der Vergangenheit schon öfter die Erfahrung gemacht, zweistellig zurückzuliegen, kommt man in Ludwigsburg nicht mehr zurück. Aber die Mannschaft hat unglaublichen Charakter bewiesen, hat, nachdem wir taktisch auch ein bisschen was umgestellt haben in der Pick-and-Roll-Verteidigung. Ist das richtig? Ja, gut, dann machen wir es aus. Nachdem wir taktisch was in der Pick-and-Roll-Verteidigung umgestellt haben, haben wir, glaube ich, Zugriff zum Spiel gefunden, haben es geschafft, die Ludwigsburger ein bisschen in ihren Angriffsbemühungen zu verlangsamen. Im ersten Viertel haben sie unglaublich Dreier getroffen, auch noch im zweiten Viertel ganz gut. Aber es war entscheidend, dass wir diesen Vorteil ihnen weggenommen haben. Und ansonsten war es halt ein unglaublich physisches Spiel. Ich glaube, bei Ludwigsburg 4 Jungs mit 5 Fouls raus, bei uns 2 Jungs mit 5 Fouls raus. Sieht man auch nicht alle Tage. War wahrscheinlich auch nicht das Schönste für die Zuschauer, wenn man so viel an die Freiwurflinie geht. Aber man muss damit rechnen, dass es in Ludwigsburg immer ein Kampf auf Biegen und Brechen ist. Und ich bin sehr glücklich, dass wir den heute gewonnen haben. Vielen Dank. John, das Spiel ging verloren. Wie fällt dein Fazit dazu aus? Ja, ich möchte Thorsten und Bonner Mannschaft gratulieren. Am Ende ein verdienter Sieg, wo die defensive Intensität erhöht haben in der zweiten Halbzeit. Also wir hatten 2 Turnovers in der ersten Halbzeit, 15 in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen Assist hatten in der zweiten Halbzeit. Wir haben aufgehört, Team-Basketball zu spielen, aber wie Thorsten gesagt hat, die haben eine Pick-and-Roll-Verteidigung und insgesamt die Verteidigung anders gestellt in der zweiten Halbzeit. Ich hatte das Gefühl, dass wir ein bisschen relaxed haben. Es hat angefangen vor der Halbzeit, als Thompson diese Full-Feld-Layup gehabt hat. Wir haben unsere Konzentration ein bisschen verloren. Wir haben unsere 2 Gesichter gesehen. Wir haben sehr gut, sehr diszipliniert in der Halbfeld gespielt, in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit waren wir nicht so, waren unkonzentriert und haben den Preis bezahlt davor. Danke. Gibt es Fragen an einen der beiden? Das ist nicht der Fall. Dann auch für die kurze Rückfahrt natürlich alles Gute. Und wir sehen uns am Donnerstag beim Heimspiel gegen München. Schönen Abend noch.